Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Melis22. Spielen wir Salzburger Alpenwelt weiter. Und ja, letzte Folge haben wir die ganzen Felder gemäht. Heute schwarz zettern wir eines, das 94 einfach. Und dann schwadern wir alle drei Felder und machen alles zu Ballen. Aber die Ballenpreisen werden wir dann erst in der nächsten Folge, hätte ich mal gesagt. Und steigen wir ein, machen zu. Wappen runter. Was ist das eigentlich? Oh. Aha. So, gestartet ist alles. Dann fahren wir runter zum Feld. Zeta ist dran. So. Haben wir Freifahrt. Die zwei Felder machen wir normales Gras und verfüttern die. Irgendwo da unten ist das Feld. Ah ja, ich sehe schon. Da rechts. So, stehen bleiben. Ausklappen das Ganze. Schwanemales. Zittern. Ich freue mich da. Ach, egal. Wisst schon, was ich meine und was oder was ich mache, besser gesagt. Seht ihr? Hoffentlich wird dann alles schon trocken. Warte mal. Ach, keine Ahnung, was unten steht. Ich glaube, das ist aus so einem Shader oder so. Ich habe einen Shader halt drin. Und ja. Ja, kann sich doch aus, perfekt. Was, ich glaube, dann werden wir eh das erste Mal genug Futter runterbekommen. Und im zweiten Schnitt dann das Ganze dann nochmal werden wir genug haben. Also, alles sprüßelt hier hin und her. Die erste Runde auch schon gleich geschafft, in wenigen Sekunden. Und ziemlich genau jetzt. Oh. Einschalten ist wieder. Jetzt passt das Ganze wieder. Passt das Ganze wieder. Also, jetzt haben wir wieder ein Thumbnail und alles. Perfekt.
Schon Geschwindigkeit passt so. Unser Mitarbeiter, der frisch noch beim Nachbarn fertig. Muss gerade so ein doof allem Abladen fahren. Er hat uns das übernehmen lassen. Gibt uns ein bisschen Geld und ein bisschen Getreide, was übrig bleibt. Ziemlich genau auch ein bisschen, also wie viel bekommen wir? 4.400. Und dann ein bisschen Getreide halt, was überbleibt. Verfügung könnten wir auch behalten, aber der Feld 88, welches Feld ist? Das da, Bruder. Puh! Fährst ein bisschen. Wie groß ist das? 14 Hektar, ja. Brauchst du ein bisschen. Bin voll. 14 Hektar. Wir haben eine, wie groß ist unser Pflug? Muss ich gleich mal schauen. Sch 3 Meter, 4 Meter. Wie groß ist der? Ach, sind einer mehr mit denen. Stimmt, den echt 4,9 Meter, das haben. Wie lange braucht man da? 3 Stunden? Na, keine Ahnung. Abisal braucht man halt. Das war's ja. Das haben wir mit Zeder Nagler fertig. Können wir schon mit dem Schwadern anfangen. Oh. Sondern nur einmal oben und vielleicht noch einmal offen wahrscheinlich. Ja. Und dann haben wir's. Wie sieht das alles perfekt aus? Und Leute, lass doch gerne neben. Also, so eine, by the way, ein Abo vielleicht da, wäre sehr nett. Mein Ziel ist 1000 Abonnenten. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch schaffen. Es kommt auf euch drauf an. Videos mache ich ja. Also könnt ihr doch ein Abo da lassen. Ja, einfach erklärt. Noch aus Shorts, habt ihr schon mal über YouTube Shorts geguckt und dann auf einmal meine Shorts gesehen? Würde mich auch mal interessieren, könnt ihr in die Kommentare schreiben. In die Kommentare schreiben und was würdet ihr jetzt sagen? Würde ich auch mal wissen, ob normale Zuschauer, die was meine Videos so schauen, oder ob die auch die Shorts sehen. Oder wisst ihr das überhaupt? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich weiß, dass das ich Shorts mache. Boah. Jetzt müssen wir noch einmal hoch und dann haben wir es. Einschalten das Ganze und das bisschen noch mitnehmen. Einmal. Perfekt. Da kann man hochheben.
Sensormüll ausschalten, dass nichts passiert, und zuklappen. So, zuklappt es. Ist keiner da und da können wir mal fahren. Nächsten Monat werden wir dann auch wahrscheinlich das Grubbern angehen auf unseren Feldern und düngen. Und düngen. Wie lange können wir eigentlich noch Raps anbauen? Ich weiß gar nicht. Was wir diesen Monat machen? So, das kann man nicht durchschauen. Das kann man nächsten Monat auch noch Raps. Dann werden wir nächsten Monat wahrscheinlich Raps anbauen und ein Feld Gerste. Und bei, ich werde gleich voranfahren. Doch nicht. Nein, nehmen wir da noch was vor. Hat das Spiel zu sehr geladen? Das Spiel überfordert. Jo, was rennt hier der Hund? Ist der dumm? Der rennt mitten auf der Straße, Alter. Was ist der Hof da? Denken wir dabei nur so. Naja. Hinten sollte nicht Sternenschwader. Aufklappen. So. Ja, kann man ja, oder? Na, lass mal aufklappen. So. Abschließen und runterlassen. Wechseln wir kurz. Oh, da muss ich mir noch 4 € buchen. Bis deppert. Oh. Schwader anschließen. Aber das machen wir noch schnell zu. Haben das so. Fahren wir gleich aufs Feld. Ah, drei Schiffe ist auch gleich schon fertig. Ja, jetzt rennt hier noch ein Reh. Was machen die dann alle hier? Bärenangst. Wie klappt sich das? Also. Was runterlassen. Sollte das funktionieren? Ah, passt so. Funktioniert so, wie ich gedacht habe. Und das auf jeden Fall gut. Ist denn halt? Brauchen wir da? Möglich alles weg, dass wir nicht das ganze Gras, was wir abgemäht haben, ins andere Gras mit reinmischen. Also, wo es noch steht, dass dann das ist dann schlecht. Mal alles mit hier. Also das meiste Gras mitbekommen. Also da presse das ab von wo noch ein bisschen Gras liegt, ist dann blöd. Machen wir gleich lieber alles in eine Schwarte und dann haben wir es auch fertig. Also haben es gleich einfacher. Ah, der Drescher war also auch schon fertig, sieht man. Und da vorne drehen wir gleich einmal um. Perfekt. So.
So. Jetzt haben wir's. Perfekt gedreht. So. Was doch alles. Dann wird vielleicht der. Wie heißt er? Was soll ich jetzt sagen? Ach, kein Plan, jetzt habe ich mich verrückt oder so. Jetzt habe ich gar keinen Plan mehr. Aber was ich noch sagen kann, auf jeden Fall, wenn der Mitarbeiter dann wieder mit Dreschen, also wenn er mit Dreschen jetzt in der nächsten Folge. So, jetzt alles. Er ist jetzt mit Dreschen fertig, wird in der nächsten Folge vielleicht helfen, dass er Beinpressen tut oder so. Und ich kann da mal die Beine stapeln. Und irgend so, irgendwie so werden wir es machen. Wenn ich werde die ganzen Beine stapeln, also nicht stapeln. Also doch stapeln in der Scheune. Wenn wir dann alle fertig gepresst haben. So. Ich war schon wieder in der nächsten Bahn. Gehen wir schnell drehen. Ah, geht schon. Kein Problem. Jetzt ist der Preis ein bisschen planen, hoffentlich nicht. Aber wahrscheinlich schon. Das wird fertig haben. Oder wie lange es geht die Aufnahme jetzt? 18 Minuten, wenn wir das wird fertig haben. Würde ich sagen, machen wir mal fer also aus, fertig. Und in der nächsten Folge werde ich dann schon alles geschwartet haben. Und dann können wir dann pressen. Also das Pressen anfangen. Dass die Folgen nicht so lange gehen oder nicht zu viele Folgen immer dasselbe kommt. Abgeschalten. Sind nicht die andere schwarze Stirn. Das soll jetzt aber auch wieder gleich funktionieren.
Ja, perfekt. Das ist das Ganze hier. Oh, dann fahren wir aber, glaube ich, oben nochmal so eine Linie dazu. Sieht das Ganze besser aus auch, glaube ich. Also werde ich gleich sehen, wie ich meine. Hier passt es ja aber oben. Bisschen kritisch. Das ist alles schöne große Schwaden. Passt das? Und zwar noch kurz runter, zeigen, wie ich es machen wollte. Genau so. Aber nur das auch. Ach, egal. Dann passt das schon mal. Will noch ein bisschen gerader. So, ausmachen, dass wir schnell runterkommen. So, haben noch eine kleine Bahn zusammengetan. Sind wir jetzt fertig. Wir sagen bis nächsten Folge und ciao.